Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es darum, warum es so wichtig ist, Ziele zu haben und was du dafür tun kannst. Mein Name ist Stefanie Fischer und ja, ich betreibe diesen Kanal jetzt schon seit einigen Jahren, teils sporadisch und dann gibt es halt auch immer wieder so Aktionen, wie jetzt gerade vor 2 Wochen. Und ja, ich denke, wir sind noch früh genug im neuen Jahr, als dass es interessant ist, darüber zu reden, warum es so wichtig ist, Ziele zu haben. Und für mich ist tatsächlich auch ein Ziel, diesen Kanal ein bisschen, also ihn ein bisschen den Horizont zu erweitern. Bei mir geht es um ganzheitliche Gesundheit und tatsächlich hat für mich auch das Thema Ziele zu haben etwas mit Gesundheit zu tun. Und so möchte ich allen, die diesen Kanal schätzen und denen das etwas gibt, den möchte ich eben gerne meine Sicht auf die Dinge mitteilen. Und an der Stelle auch einmal ein ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön an die lieben Kommentare. Insbesondere möchte ich hervorheben eine Tierärztin aus den Niederlanden, die mir so, so, so liebe Zeilen geschrieben hat. Ich glaube, es war schon, ja, es war auf das Video letzte Woche oder auch sogar schon auf eins im November. Es kommen ja auch immer mal nette Kommentare von euch auf alte, ältere Videos. Und das heißt nicht, dass ich mich über die anderen Kommentare nicht genauso gefreut habe. Also danke an jeden, der mir seine Wertschätzung mitteilt, weil tatsächlich ist das ein Teil, der mich antreibt. Und gerade aber eben dieses eine Feedback, wo es so hieß, du sprichst mir aus dem Herzen. Ich darf mich bei all diesen Marketing-Tools und wie muss ich auch hier so ein Intro sprechen, immer mal wieder daran erinnern, dass ich aber, ich möchte mein Leben ein bisschen anders leben als die Allgemeinheit und deswegen ist es manchmal mit den Algorithmen zu gehen und trotzdem halt aber auch mich selber nicht zu verlieren. Ich merke zum Beispiel heute, so eine knackige Einleitung fällt mir heute nicht so leicht. Dennoch habe ich mir als eins meiner Ziele vorgenommen, regelmäßig hier für euch da zu sein, mich öfter zu melden und hier vor allem, das ist ein ganz wichtiges Ziel von mir, hier eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten zu schaffen, einen Raum zu kreieren über YouTube, ja, indem ich für euch da bin und über eure Kommentare wir verbunden sein können. Und ab und zu werde ich auch Live-Events anbieten, so auch am 2.2. eine Schüsslersalz-Masterclass. Schüsslersalze sind einfach fantastisch, um deine Gesundheit ganzheitlich zu unterstützen. Und es wird aber auch immer wieder so um meine Sicht auf die Dinge gehen. Also das werde ich natürlich, da ich ja mit dabei bin, ist auch meine Energie mit im Raum. Und Energie ist was ganz, ganz Wichtiges. Und so eben auch dieses Thema Ziele. Ziele haben für mich mit Klarheit zu tun und Klarheit im Leben zu haben ist extrem wichtig. Und das letzte Jahr, wenn ich auf 2023 zurückgucke, dann weiß ich, und das wusste ich auch während des Jahres ganz oft, dass ich keine wirkliche Klarheit habe. Und ich habe gesagt, okay, liebes Leben, zeig mir, welchen Weg ich gehen darf. Zeig mir, was für mich ansteht. Ich habe gerade nicht die Kraft, ich habe gerade nicht die, ja, die Energie irgendwie zu visionieren, wo ich gerne hin möchte und was für mich gerade wichtig ist. Und dieses Jahr, merke ich, hat eine ganz andere Qualität. Und so ist es mir auch unglaublich wichtig, weil ich fest daran glaube, ich will für mich persönlich schon sagen, weil ich weiß, wie mächtig wir sind. Wenn wir etwas beabsichtigen, wenn wir es also mit Sprache, mit Worten manifestieren, wenn wir es aufschreiben, schwarz auf weiß, das hat eine unglaubliche Power. Und ja, manchmal überschätzen wir, was wir in einem Jahr hinbekommen können, aber wir unterschätzen massiv, was wir in 3, 5, 10 Jahren schaffen können. Von daher, wenn du Träume hast, dann schmeiß die nicht in die Tonne, sondern erinnere dich. Erinnere dich daran, wer du bist, wofür du hier bist. Und ich habe gerade gestern einen ganz, ganz spannenden Vortrag von Bruce Lipton und Greg Braden gehört, zusammen mit einer Lynn McTaggart. Und das ging 1,5 Stunden, die haben über alles Mögliche gesprochen. Da werde ich das ein oder andere bestimmt auch nochmal aufgreifen, weil ich einfach, ja, eben dieser Kanal steht einfach unter der Überschrift oder Unterüberschrift ganzheitliche Gesundheit. Happy, Healthy and Holistic war immer schon mal so mein Arbeitstitel, auch für meinen Podcast. Gesund und glücklich und das auf eine ganzheitliche Art und Weise. Ich glaube, dass das geht. Und vieles hängt natürlich mit unseren Gedanken zusammen. Die Gedanken bestimmen, wie wir uns fühlen. Und
wenn du beabsichtigst, zum Beispiel neu zu denken, irgendwie hier oben auch ein bisschen was zu optimieren, zu verändern, dann hast du den ersten wichtigen Schritt gemacht. Und um die Frage einfach auch direkt zu beantworten, warum ist es so wichtig, Ziele zu haben? Naja, ganz einfach, damit du irgendwo ankommen kannst. Und wenn du glücklich bist mit allem, wie es gerade ist, ist das ja super. Aber auch in Bezug auf Gesundheit gibt es vielleicht einfach Themen, mit denen du gerade nicht so glücklich bist. Und da dann immer nur, nicht dich immer nur damit zu beschäftigen, wie du es nicht haben willst, sondern halt dann eben auf der anderen Seite auch wirklich klar zu haben, wie hättest du es denn gerne? Das einfach, diese Intention klar zu haben, das ist so, so powerful. Und ich finde das Beispiel von einem Navigationssystem einfach immer wieder super gut. Weil natürlich kannst du mit deinem Auto einfach losfahren oder mit deinem Fahrrad oder zu Fuß und gucken, wo es dich hinbringt, wo du ankommst. Das ist sicherlich auch mal ganz schön. Aber wenn du zum Beispiel davon träumst, dass du gerne mal den Hamburger Hafen sehen möchtest, dann hilft es natürlich, wenn du das in dein Navigationssystem eingibst oder auf Karten schaust, wie du da hinkommst. Du kannst natürlich auch losfahren und rumfahren und auch da so topfschlagenmäßig kalt, heiß schauen. Aber ja, it's up to you, nur wir haben halt einfach so viele Möglichkeiten in diesem Leben. Und eine tolle Sache, die mit mir gestern total in Resonanz gegangen ist in diesem Vortrag, ist einfach, dass wir Menschen, also wir möchten einfach auch gerne gebraucht sein. Die haben da eben wirklich darüber gesprochen, dass es ja wirklich oft ein Phänomen ist, Menschen gehen in Rente und haben quasi nichts mehr zu tun, sind nicht mehr gebraucht, bekommen auch vielleicht die Anerkennung nicht mehr und haben sich für sich selber nie damit beschäftigt, was macht mich aus, was möchte ich gerne tun, wo möchte ich hin, was möchte ich in die Welt geben. Und dann sterben die Menschen kurz nach der Rente, weil sie quasi mit diesem Gedanken, ich bin jetzt fertig, irgendwie, ja, das glauben sie irgendwie oder das, so wird es ja teilweise auch gelebt und erzählt. Und deshalb möchte ich dich einladen, zu schauen, wo möchtest du hin? Was sind Geschenke, die du in die Welt geben möchtest? Was möchtest du mit Menschen teilen? Wo möchtest du deinen Beitrag leisten? Also stell dir gute Fragen. Gute Fragen sind sowieso immer schon mal gut, weil die führen uns auch. Wir brauchen ja nicht unbedingt das Navigationssystem mit guten Fragen. Und wie gesagt, vielleicht einfach eine Karte und könntest ja auch immer nach dem Weg fragen, wenn du weißt, wo du hin willst. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten natürlich, wie wir vorankommen. Aber für sich selber sind gute Fragen unglaublich powerful. Und dieses Video heute hat mich inspiriert. Ich merke tatsächlich so diese Regelmäßigkeit. Es fällt mir noch etwas schwer und ich möchte das aber gern. Das ist eins meiner Ziele, diesen Kanal wachsen zu lassen. Ich glaube, also wir haben einfach so einen massiven Einfluss auf unsere Gesundheit oder können den haben und haben ihn so, also viele Menschen haben ihn einfach teils unbewusst, weil sie sich überhaupt keine Gedanken darum machen. Dann ist da die Krankheit und dann der Arzt wird es schon richten. Das geht aber nicht nur durch Medikamente, es geht einfach durch so viel mehr. Und ja, da von Video zu Video mich immer 1% zu verbessern und immer mehr Klarheit reinzubringen, die Titel noch ansprechender zu machen, dass es dich halt, dass du einfach wirklich auch weißt, was dich hier erwartet und ja, wie viele Möglichkeiten du hast. Ich meine, manchmal wollen wir vielleicht auch nicht unbedingt die Verantwortung übernehmen. Und irgendwie ist es aber ja trotzdem auch eine tröstliche Gewissheit, dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, wie du was Gutes für dich tun kannst. Und Ziele aufzuschreiben gehören eben dazu. Und so hatte ich auf einem kleinen Kalenderblatt vom 3. Januar folgenden Text stehen, den ich dir einmal vorlesen möchte. Ich bin noch dran. Ich habe es noch nicht selber gemacht. Ich hoffe, dass ich es heute noch mache und sonst auf jeden Fall in den nächsten Tagen. Es kommen immer mehr Ideen in meinen Kopf. Das heißt, das Schreiben wird dann auch leichter. Lass das gerne auch in dir reifen. Aber fühl dich eingeladen. Ich schreibe den Text auch in die Kommentare, dass du es nochmal nachlesen kannst. Genau, fühl dich eingeladen, diesen Rat zu befolgen. Und zwar heißt es, schreibe am Anfang dieses Jahres einen Dankesbrief an das Leben, so als ob du dieses Jahr schon durchlebt hast. Danke im Voraus für alles, was dir dieses Jahr bringen und was dir gelingen möge. Denke groß und sei nicht kleinlich. Fühle die Freude an einem Jahr, das dir größte Freuden, Erfüllung und Lebenserfolg beschert hat. Und da, das weiß ich noch aus einem anderen Kurs, da hieß es immer die drei Ps, PPP, persönlich, positiv und im Präsens. Also
schreibe halt wirklich, danke, liebes Leben, dass ich heute völlig gesund dastehe. Danke, liebes Leben, dass ich frei von XYZ bin. Also schau, dass du es auch immer positiv formulierst und eben auch bin. Also du bist am 31. Dezember angekommen und du sitzt jetzt da und quasi mit dieser Haltung schreibst du diesen Brief. Und da kannst du natürlich deine Ziele einflechten. Und ja, ich habe schon 2, 3 Ideen, was mir wichtig ist. Der YouTube-Kanal hat tatsächlich auch damit zu tun. Und da möchte ich noch einmal das Stichwort aufgreifen, eben Gemeinschaft. Ich merke in letzter Zeit ganz oft, dass ich mich nach Menschen sehne, nach gleichgesinnten Menschen. Und die sollen doch bitte kommen und mir helfen und mich retten. In manchen Situationen denke ich das tatsächlich. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich einfach auch die Kraft und Power in mir habe, dass ich auch einen Raum für so eine Gemeinschaft anbieten darf. Und das soll dieser Kanal sein. Ich werde mir sicherlich im Laufe des Jahres weitere Gedanken darüber machen, wie man da auch irgendwie noch mehr Kontakt hat, außer dass du jetzt hier meine Videos schaust. Wenn du dich eben auch danach sehnst, eine ganzheitliche Gesundheitsgemeinschaft, einfach dieses Thema Ganzheitlichkeit und ja, wie kann ich mein Leben einfach auch schön gestalten bei all dem Drama, was da draußen abgeht. Nur wenn du in dir negativ bist, dann werden diese negativen Frequenzen und Vibes rausgesendet und es ist einfach, wenn du glücklich bist, wenn du mit dir im Frieden bist, wenn du mit deinem Umfeld in Frieden bist, wenn du weißt, was du möchtest, wenn du weißt, was du zu geben hast, wenn du dich selbst wertschätzt, dann wird das Leben leichter und das hat einfach einen Effekt auf die Welt, auf die Erde, auf dein Umfeld. Du bist allerdings der wichtigste Mensch in deinem Leben, vor allem hat es einen guten Effekt auf dich selber. Und daher die Einladung heute am 2. Januar Sonntag, dass du einen Brief, einen Dankesbrief ans Leben für das Jahr 2024 schreibst, damit du ein Stück weit das Steuer selber in die Hand nimmst. Jo, und ich glaube, mit dem gesagt, lasse ich es einfach auch gut sein, weil ich merke, ich habe heute auch nicht die volle Power und Energie. Es ist mir aber wichtig. Ich war das letzte Mal letzten Sonntag hier für euch da und ich möchte in diesen Rhythmus finden. Deshalb, ja, seht es mir nach, wenn es heute vielleicht ein bisschen, weiß nicht, wenn ich auch nicht ganz klar war. Ich habe mir keine Notizen gemacht, außer eben diesen Zettel, was ich euch mitgeben wollte, weil es für mich, ich glaube, dass das sehr, sehr wertvoll ist. Und ich freue mich insofern auf den 31. Dezember, wenn ich diesen Brief lese und dann schaue, was davon eingetreten ist. Und auch nochmal die Erinnerung, manchmal überschätzen wir uns auf einen kürzeren Zeitraum und unterschätzen uns auf einen längeren Zeitraum. Selbst wenn erst am 31.12.25 vielleicht diese Wünsche eingetreten sind, ist das ja völlig egal. Also ist es ja auch gut, weil nochmal der Weg ist das Ziel. Und ich wünsche dir von Herzen ganzheitliche Gesundheit, gute Laune, dass du mit Vertrauen und frohen Mutes deinen Weg gehen mögest, auch wenn er manchmal schwer ist. Und wenn du Lust hast, dass wir uns persönlich kennenlernen, dann melde dich für den 2.2. an. Ich stelle den Link nochmal hier in die Kommentare. Ansonsten viel Spaß mit diesem Kanal, abonniere ihn gerne. Das kannst du jetzt hier an dieser Stelle auch nochmal tun, indem du auf den runden Button klickst, der hier gleich eingeblendet wird. Und jetzt wünsche ich dir einen tollen Tag. Ich freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen und sende viele liebe Grüße aus Freiburg. Bis bald.